So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Dominik dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Blood in Texas. Nice. Ja, Blood in Texas auf diesem Kanal mittlerweile öfter gesehen. Jo. Weil auch ein sehr, sehr sweetes Deck einfach. Das muss man einfach sagen. Gerade die Blood Moon und die Bombardier Engine sind da natürlich sehr beliebt. Sehr schöner Blue. Ja. Letzte Woche war ja Bandit List. Ja, Und da wurde ja auch mit dem Bombardier tatsächlich geredet. Und ob er nicht vielleicht zu stark ist und ob er nicht vielleicht bannen könnte. Finde ich nicht. Ich auch nicht. Mono Red Prison ist halt nicht das Obsessive Deck und auch Goblins ist nicht so das krasseste. Und ja. Auf der anderen Seite, dann so gut wie jeden Removal. Das ist richtig. Außer ein Baumaster. Der selbst ein Baumaster. Ja. Weil er mit beiden blocken kann. Ja, ja. Genau, auf der anderen Seite Mono Black Aggro. Krasses Deck. Ich habe ja vor 2 Wochen im Finale von Magic Boom Brawler gegen verloren. Mhm. Ist das ein stumpf gutes Deck? Das ist halt, der Discard removed halt alles von der Hand, ohne dass du irgendwie eingreifen kannst. Dann kommt irgendwie mal so ein Quicker-Troll oder so und macht den Sack halt so schnell zu. Ja, ja, der Troll, der macht schnell fahren. Ja, ist ein schönes Deck. Jo. Fehlen mir, glaube ich, leider die She-Ordnance für. Ja, manchmal. Also es gibt auch Leute, die statt den She-Ordnance eine Lily spielen. Don't mind if I do. Aber wie gesagt, ist ein echt krasses Deck. Gerade hier diese Engine, die da jetzt passiert, ist halt. Yep. Wenn du jetzt einen Reanimate hast und der Gegner hat keinen Removal für den Troll und das ist echt schwierig für das fette Vieh. Außer Swords Approach jetzt. Ja, Swords. Opfern. Ja. Was halt noch ginge, wäre Solitude. Das geht auch ganz gut. Stimmt, ja. Aber dann sonst wird es halt echt schwierig. Ich meine, es hat nicht mal Ward, es ist halt 6-6. Oder 6-5? 6-5, ja, ja. Dickes Vieh. Christian halt noch nicht mal mit Dismembered. Doch, gerade so. Ach, stimmt, doch, gerade so. So. Dann Sumpf, da war ein Reanimate. Aber Save und Reanimate auf der Hand. Ja, am besten vorher noch einen Discarder schmeißen. Ja. Ne, oder einfach nur Reanimate. Jo, ne? Da kommt der Troll. Da kommt der Troll. 13 Leben ist natürlich schon heftig, aber... Ja, der kloppt jetzt einmal zu und dann hast du da draus. Ja. Das ist halt stumpfes Trumpf bei dem Deck, aber... Richtig heftig. Es ist nur die Frage, kommt dann Swords? Damit es wird auf jeden Fall gefetcht. Das heißt, man hat entweder eine Menge Länder auf der Hand, wovon ich nicht ausgehe, wenn ich gerade eben die Hand richtig gesehen habe. Community-Ebene. Oder ein Removal. Oder ein Removal, genau. Ne, dort war einfach nur ein Fetch für den Fetches, um des Fetches willen. Ja. Da kommt die gute alte Death in Texas-Variante raus. Ja. Sieht man erst in der Mumie nach. Das ist der Klassiker. Jetzt ist die Frage, man hat Talia, glaube ich, ne? Ja. Stoneforge. Das ist mutig, tatsächlich. Ja, weil du kriegst 100 pro... Also wenn du Pech hast, kriegst du halt einfach einen Discarder in die Rippen. Ja, entweder einen Discarder, den ich noch nicht mal so schlimm finde, sondern eher, du kriegst halt jetzt einen nichts irgendwie raus. Wenn jetzt eine Talia kommen wäre, wäre halt der Removal nicht so leicht gewesen. Ich meine, gut, ja, da ist ein Umpusten auf der Hand. Snuff Out, ja. Snuff Out habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das kann man ja gratis spielen, wenn man Sümpfe kontrolliert. Dementsprechend könnte man das für einmal das Spiel mit einer Talia liegen. Mhm. Da ist der Stoneforge, glaube ich, fast schon der bessere Bait-Spell. Die Frage, was die holst. Line Sash, um halt eventuell weitere Reanimate-Targets zu fressen oder halt Kaldra zum Kloppen. Oder? Ja, einfach kloppen. Ja, der Gegner kloppt ja mit dem Troll auch. Du kriegst jetzt 6 und schlägst du den für 5. 5, 18. Oh, das wird knapp. Ja, gut, die kommt ja nicht raus. Da wird ja jetzt snuff-outet. Ja, ja, also von der Seite vom Blood and Texas ausgesprungen wäre, ja. Ist das eine... Ist es knapp, aber es ist möglich. Ich glaube, ich hätte eher eine Better Skull gesucht, wenn die drin ist. Jo, um die Leben zu bekommen, die 4. Richtig. Es kann sein, dass die auf der Hand war. Richtig. Ja. Leben sind... Eine Ressource. Richtig. Boah, jetzt ist der schon auf. Da sind Portsies. Da ist ein Wasteland, das ist nicht so strong. Noch mehr Länder, Leben verlieren. Oh, das ist der Skitter.
Skitter? Skitter, Herr der Ratten aus... Oh Gott, was machst du denn? Wenn er oder eine andere Ratte ins Spiel kommt, kannst du, glaube ich, Karten aus dem Friedhof exilen. Oder so war das. Und wenn er reinkommt oder in Angriff, kriegst du eine Ratte oder irgendwas war mit Ratten. Ist eine ganz, ganz coole 3-Mana-Ratte. Ich guck mal gerade. Und genau, du kannst eine Karte aus dem Friedhof exilen. Genau, dann einmal 6 rein. Meister Splinter, wo haben wir dich? Legendary Red Noble, 3-3 für 3 Mana. Ja. Mhm. Whenever another red enters the battlefield under your control, exile up to one target creature, one target card from your opponent's graveyard. Und at beginning of combat on your turn, create a 1/1 red token. Ja, das ist eine ganz nette Karte. Oh, der removed jede. Oh. Er hält den Friedhof klein, er macht 1-1 Ratten. Ich meine, die können nicht blocken, die Ratten. Aber das ist ja egal, wenn du Aggro-Deck bist. Die sollen auch nicht blocken. Hä? Die sollen auch nicht blocken. Nee, die sollen draufhauen. Da kommt eine Flicker-Wisp, das ist eine Verzweiflungstat. Das willst du nehmen? Die Ratte. Ja, musst du. Das ist eine Verzweiflungstat. Ja. Das ist ja spannend. Und dann go. Das ist nicht gut, was da passiert. Nee, da passiert ziemlich wenig. Da ist noch ein Treuer. Noch ein Reanimate auf der Hand. Ja, Reanimate macht nicht so viel. Man könnte halt in den Comet gehen, Karte exilen und dann. Man könnte natürlich auch Thought Seize und dann Reanimate, was um man Thought Seize. Oh, ein Sam. Oh, eine Mutti. Oh, eine Mutti. Oh, eine Mutti. Ja. Jetzt eine Mutti discarden, dann den Ding. Oder? Doch, das wäre am besten. Ich glaube, das wäre einfach am besten. Reanimate auf die Mutti und dann gib ihm. Du könntest jetzt natürlich auch den. Du könntest den Sam nehmen. Sam könnte den Lord Skitter, weil er ist, glaube ich, 2-2. Der ist 3-3. Ist 3-3, okay, schade. Ja. Dann kannst du den nicht ringen, das ist ja doof. Nee, hier würde ich einfach knallhart die Mutti nehmen. Jo. Und hier würde ich jetzt 1A reanimaten, die Dame. Was eine räudige Scheiße. Ja, einfach drauf. Combat. Combat. Warte. What? Da hat er seine Chance vertan, eine Mutti zu kriegen. Ja. Dafür kriegt er jetzt halt einen Reanimate auf den Skitter. What Skitter? Das ist im Endeffekt Bitterblossom in anders. Bitterblossom anders. Rebelmaster in Schwächer. Ja, irgendwie so was. Rebelmaster in Meister Splinter. Der sieht auch ein bisschen so aus wie Meister Splinter, als ich das Foto gesehen habe. Ja, das ist richtig. Ja, Reanimate den kleinen Lord Skitter. Wie gesagt, man hätte hier auch einfach die Mutti resetten können, was zu einem Instant-Win nächste Runde gewesen wäre. Ja, du bist aber so auch beim Instant-Win. Wie will der 3 Kreaturen rauskriegen? Ja, nicht mit in Hand gehabt. Wobei doch, Talia und Sam kriegt er beide raus. Ja, ja, da fehlt aber immer noch eine. Nö. Den Troll musst du mit 3 Kreaturen blocken. Ja, den Troll blockst du ja nicht. Der ist ja nur 6 Damage. Hast immer noch einen, wenn du die anderen beiden blockst. Ja, okay, stimmt. Ja. Viel spannender ist tatsächlich, dass hier die Version noch mit 2 Mountains gespielt wird. Das ist mittlerweile anders. Hm, stimmt, ja. So, Talia und Sam. Mein Sam! Ja. So. Na komm. Genau. Sam und dann macht man den zum Dude und dann gib ihm. Für alle, die sich wundern, ob die zwischendurch an Epilepsie leiden. Nee, die denken nur sehr lange. Die denken teilweise sehr, sehr lange. Sehr, sehr, sehr lange. Und zwar so lange, dass ich es teilweise echt cutten und verschnellern musste. Jetzt wird der Ring erklärt. Genau. Also. Genau. Es war einmal ein Hobbit. Nee, es war kein Hobbit. Es war einmal eine Talia. Die hat einen Ring gefunden und wurde dann zu Gollum. Oh ja, das gefällt mir viel besser. Nee, deswegen. Gollum ist eigentlich, glaube ich, auch irrelevant, weil man jetzt eh 1-1 blocken muss. Ja, du musst jetzt 1-1 blocken, je nachdem. Im schlimmsten Fall hat er sogar noch ein Removal. Ja, glaube ich aber nicht. Ne. Beginning of Combat kriegt man noch eine Ratte, oder nicht? Ja, du kriegst noch eine Ratte.
Ja, Block, Block. Stirbt die Ratte und der Sam. Ich glaube, da wird jetzt gerade realisiert, dass man den Trigger vergessen hat. Ja. Eigentlich zu spät. Dementsprechend ist es eigentlich ein Miss-Trigger und dann kommt die Ratte nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ein Samstag oder ein FNM war. Ich glaube, es war ein FNM. Dementsprechend wird der Trigger einfach nachgeholt. Auch nach dem Combat. Dafür wird aber keine Karte exiled. Genau. Da ist es Solitude. Man hat Wasteland Solitude. Oh. Das ist strong. Weiß aber auf einem Leben. Das ist nicht schlimm. Stimmt, man spielt das Wasteland, ja. Man sagt Go. Stimmt, das Solitude bildet ja auch noch ein Body. Ja. Man sagt Go, nice. Lässt den Gegner angreifen, dann oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay. Man kann das natürlich auch Sorcery Speed spielen, das Flash-Ding. Verstehe ich jetzt aber auch nicht. Nee. Da wird er jetzt noch niemals in den Combat laufen mit. Das andere hätte halt das komplette Board geklärt, einem 3 Leben geschenkt, man wäre auf 4 Leben hoch. Ja. Und so kriegst du halt eine Oppositionation in die Rippen. Ja, aber das ist noch nicht over. Nee. Man kriegt ja noch 3 Leben. Was, du gehst auf 0? Ja. Wenn jetzt ein Removal kommt, ist rum. Das ist richtig. Removal irgendwie eine Art von irgendwas. Eine Art von irgendwas. Das Deck hat halt auch ganz schön viel Removal. Ja. Ist ein Reanimate noch auf der Hand, aber ich glaube, das ist nicht gut. Nee, glaube ich auch nicht. Du hast halt auch keine guten Targets gerade, außer den Sum vielleicht auf Wasteland. Reanimate, Sum, krieg Wasteland wieder. Ja. Flicker Wisp. Oh mein Gott, er kann Reanimate Sum, macht die Ratte zum Ringbearer. Die kann nicht von Kreaturen mit größerer Stärke geblockt werden und einfach gewinnen. Oder er geht einfach auf Flicker Wisp. Ja, das ist die weniger fancy Version. Das ist die Oldschool-Version. Hallo? Mit Sam kann man wirklich hier jetzt zeigen, was Herr der Ringe für ein gutes Set ist. Ja, oder man nimmt Flicker Wisp und gewinnt. Ah, ist doch doof. Da wird jetzt nochmal gedacht und gedacht. Ja. Wird nochmal kurz gerechnet, dann ist tot. Ja, dann ist tot. Jawohl, und an dieser Stelle einmal vielen, vielen, vielen Dank an alle meine Patrons und an den einen YouTube-Member, die ihr hier gerade seht. Dank euch ist bei mir gerade aktuell sehr, sehr viel los und ich kann sehr, sehr viel, gerade was YouTube angeht, dort Energie und Zeit reinstecken. Vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle an euch. Und wenn euch das vielleicht auch interessiert, ab 3 Euro könnt ihr mich monatlich unterstützen. Schaut mal in der Videobeschreibung. Werbung! Das ist komplett korrekt. Mountain Go! Mountain Go ist nicht gut. Wasteland Go ist noch viel schlechter. What the fuck ist denn das? Ah, ist ein Troll auf der Hand. Ja. Oh, da ist ein Karakas. Bei Aggro? Bei Treffen Texas. Mit der Talia. Ist die Frage, ob man hier jetzt einfach den Troll zeigelt. Ja, man zeigelt den Troll. Ja, ich zeig dir meinen Troll. Das ist eine gute Karte. Troll ist einfach eine gute Karte. Ich habe einen dicken Kerl mit Lendenschutz im Deck. Und dann. Oh, Wasteland aus Karakas. Aber dann kannst du nicht reanimaten. Ja. Das ist halt irgendwie gerade so. Gerade ist ein bisschen weirder. Wenn du überhaupt ein Reanimate hast. Ja. Ansonsten hättest du ja immer noch die Option, Shelly, glaube ich, zu spielen. Also auf jeden Fall ein Push auch noch in der Hand. Push ist auch nicht schlecht. Push kriegt Talia weg. Mhm. Das ist jetzt gerade die Option. Ansonsten wird es schwierig. Du musst dann Wasteland. Ja, man kann es auch sagen, man macht End of Gegnerzug und dann geht man den Dark Raid und macht kaputt. Stimmt. Dementsprechend, es geht schon. Mhm. Ist die Frage, was man jetzt halt macht. Es sind sehr viele Optionen. Das glaube ich nicht so einfach. Das ist ein Turach. Man kann auch einfach ein Turach für 2 Mana spielen. Oh, der macht aber mit Kicker viel mehr Spaß. Das ist korrekt. Und das noch ein Grief mit auf der Hand. Oh, jetzt ein Turak spielen, dann Grief. Genau. Erst ein Turak, dann Griefen. Ne, Reanimate kostet 2. Okay, dann geh doch einfach auf den dicken Dude. Okay. Dann muss man jetzt aber auch Griefen.
Ja. Nee, spannend. Finde ich schwierig. Swords kostet 2 Mana. Krieg ich mal 6 Leben wieder. Jo, war eine Null nochmal, ne? 20, 2 Reihen, 18, bam, go. Und hat sich nichts geändert, außer dass Blood and Texas hier kein Landdrop hatte. Ja, ist die Frage, ob Mono Black Aggro jetzt einen hat. Im Wasteland. Jo, stimmt. Wasteland, Caracas. Dann Turach und dann Grief, gib ihm. Das wäre ein sehr, sehr starker Move einfach. Ja. Da ist der Turach. Der ist halt Kotze für Blood and Texas, den kriegst du fast nicht weg. Ja. Das jetzt. What? Kein Grief. Hm? Spannend. Ich verstehe. Oh, und kein Land. Oh no. Oh, fuck it. Okay, jetzt hat er halt Grief und hat vielleicht noch ein Wasteland auf der Hand. Vielleicht ja. Die Option offen, noch mehr draus zu machen. Ja. Grief Reanimate wäre halt auch stark irgendwie. Aber ich sehe es ja. Nix. Ja, aber Grief zu gut. Ja, Grief würde halt einfach den Loot auf 3-2 pumpen, beziehungsweise vielleicht sogar höher. Ja. Grief, Grief, Pitch, Pitch, Grief. Grief. Rest in Peace. Ich bin mir nicht sicher. Oh. Das Rest in Peace ist gut. Das Solitude ist gut. Das ist, ja, Stormforce. Ich glaube, ich würde schon. Solitude ist egal, weil der Turak hat Schutz vor Weiß. Das Rote ist der Recruiter, den kriegt er im Leben nicht raus. Ich hätte das Rest in Peace genommen. Ja, ich auch. Ist die Frage, gibt es ein Follow-up? Weil Grief, Pitch, ja. Grief ist schon ordentlich. Der Turak triggert, kriegt eine Marke. Ja. Ich glaube, das wird hier vergessen. Der Turak triggert und ja, kriegt eine wird Marke. Vergessen. Warum greift man nicht an? Wenn man zum Blocken haben möchte. Jetzt hat man natürlich Baumaster. Baumaster den Down und dann Beatdown. Wie gesagt, schade, weil der Ding wäre halt wirklich gut. Der, ja. Wenn er jetzt 3-2 wäre. Mhm. Oh, da geht der. Der. Da kommt ein Orc Army Token. Und dann Beat jetzt für 2. Beat jetzt. Man hätte halt auch 3 haben können. Ja. Ich glaube, hier hofft man auf einen Sumpf für die Shelly auf der Hand. Das kann natürlich auch ja, sein. Beat für 4. Das wären jetzt eigentlich 5. Ja. Das ist eine Menge. Ja, die nimmt man. Was will man denn groß machen? Du nimmst den Ork was? Arm. Den Ork, nicht den was? Ork Arm. Aber warum? Warum ist diese Karte gerade gefährlich? Das war auf jeden Fall ja. Wieso, was hättest du sonst nehmen wollen? Ich hätte die gar nicht gespielt. Ach so. Es gibt halt keinen Grund auf einen 1-1er, der eh schon Italia gefressen hat, damit 1-1 gemacht hat, auch noch ein 2-1 drauf. Du hast 3 Karten für einen halben Bowmaster gepitcht. Ja? Und so ein Black Engineer zum Beispiel oder auch die Shelly auf der Hand ist viel gefährlicher, was da kommt. Also ich glaube, hier ist gerade so ein bisschen auch der Frust drin, weil man halt echt kein Land zieht. Und das ist halt eine super bittere Situation, in der es auch einfach super unangenehm ist, irgendwie weiterspielen vom eigenen Gefühl her. Weil selbst wenn man jetzt ein Land zieht, ist man halt weit davon entfernt, ein Spiel zurückzukommen, besonders wenn jetzt die She-Aldred aus der Hand kommt. Deswegen, das ist aber ja, da hätte man, also das war einfach nur ein Frust-Solitude, damit man irgendwas macht, bevor man hier gar nichts macht. Ja, da kommt eine She-Aldred. Ich glaube sogar ein Phyrexianisch. Das heißt, beim Ziehen verliert man jetzt nochmal Leben, gibt man auf 10 Leben. Dann wird man gehauen für 9, zieht eine Karte. Da ist noch ein Plateau, immerhin. Swords. Ja, aber dann wird halt jetzt gewastelandet. Das ist halt. Ja, siehst schon, du Körpersprache. Genau das Falsche. Ja, man sieht es immer in Körpersprachen. Das ist normal. Und ja. Beat. Das ist nochmal 5. Da wären wir. Mehr hätte es sein können. Das wären jetzt mehr eigentlich 3. Ja. Okay. Stalactite Stalker. Ja, das ist halt um. Der ist so gut. Ja, der ist wirklich, wirklich gut. Du brauchst mal auch gar keine Karte mehr ziehen. Das ist halt so bumsig. Ja, 2-0 für Mono Black Aggro gegen Blood and Texas. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben lassen.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.